Ich hab einen halben Stack Importbusse schon wieder weg. Alter, ich hab ja gerade einfach um dieses scheiß Loch zuzubauen, habe ich jetzt einfach mal über 2 Stacks Steine verballert. Holy shit. Also dort noch was dagegen kleben, damit man es nicht so sieht. Ey, hier stehen Soundmuffler und trotzdem machen die Dinger hier unten noch Geräusche. Ja, stell noch einen Soundmuffler da dran. Das Down. Ist Factorization, oder? Was war bei den Transformers, wie war das? Fragezeichen, ja. Packager? Ja. Ja, das ist ein bisschen Telefon. Buggy. Telefon, nice. Factorization ist auch so wie Rotary Craft, Kompatibilität zu anderen Mods, Igitt, was ist das? Alter, dieses scheiß Telefon! Gut, dass wir das nicht hören. So. Dafür habe ich dieses Test gegenüber auf Sturm. Oder wieder leer. Was für ein Blockblazer soll ich denn benutzen? Autonomous Activator. Falls du das meinst. So. Setzt der das klar und baut's wieder ab, oder wie? Hä? Nee, es muss ja irgendwas... Was denn? Ja, stimmt. Du hast es in Autonomous Activator und der haut dir das raus. Ja, okay. Macht einfach im Prinzip Rechtsklick. Wenn du Rechtsklick auf die Scrapbox machst... Benni, du baust die Sortieranlage. Nehmt ruhig die Deutsche. Ja, die, weißt du, wie viel aus diesen scheiß Scrapboxen rauskommen kann an unterschiedlichen Teilen? 30 Stück oder so. Ah, ja, da kann so gut wie alles rauskommen. So viel ist das gar nicht. Mal die. Das haben ich und Multi ausprobiert. Wir haben, glaube ich, insgesamt knapp 3000 von den Dingern geöffnet. Erzählst du Multi? Das haben ich und Multi ausprobiert. Ja. Bauen wir noch einen Keller drunter mit einem großen Lager, wo wir jetzt die Storage Units hinpacken? Nein, das war ein Scherz. So macht man den Dinger, Gott. Was hat mein PC gerade für ein... Die Sache ist, wir müssen ja dann irgendwie auch die Sachen wieder drüber bringen. Naja, Gott, machen wir mal gucken. Also, im Endeffekt, ich würde vorschlagen, wir machen erstmal nur einen einzelnen. Oder ihr macht erstmal nur einen einzelnen, der halt öffnet. Und packt erstmal eine Kiste als Zwischenspeicher da rein. Und lasst den einfach per Itemfilter ausfiltern. Das war da, was halt ins ME-System rein soll und was recycelt werden sollte. Eine Sache noch, und zwar so. Falls du weißt, was ich meine. Ja. Kann ich euch zeigen. So. Und zwar das Programm, die schöne Programm hier, für die Tür zu öffnen, sieht wie folgt aus. Also setzt ein paar Variablen, die werden. Kurze Frage, brauchen wir eigentlich noch Kabel nach unten hin? Also blaue Kabel? Und nach unten. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr, oder? Oder was? In, das, in den Keller da, oder? Wohin? Die ist auf dem Lagersystem. Das ist das weiße Kabel. Das blaue Kabel brauchen wir unten. Also momentan brauchen wir es nicht. Ich würde das dann jetzt einfach wegreißen. Können wir es dann ja wieder hinlegen, wenn wir es wirklich wieder brauchen sollten. Ja. Oder machen halt einen Wireless-Port dann. So. Also, das Programm... Sieht wie folgt aus, hier oben sind einfach erstmal die paar Funktionen, die gebraucht werden. Die werden hier unten ausgeführt. Was ich dank Tobi Salenz jetzt auch weiß, dass die Funktionen da drüber stehen müssen, weil Lua behindert ist. Nö, Lua ist einfach nur ein bisschen älter, ist alles. Und behindert. Das ist ein anderer. Was bei? Das ist, naja. Weil ich hatte zuerst die Funktionen da drunter stehen, hab gedacht, ja komm, die Funktion sucht er sich einfach da raus. Hab mich dann die ganze Zeit gewundert, warum dieses scheiß Programm nicht funktioniert. Irgendwann meinte Tobi dann so, ja, du musst die Funktion da drunter schreiben. Danke. da drüber schreiben. Danke. Ja. Ja. Boah. Also ich hoffe, mein Rechner hört man jetzt gerade nicht. Ratter, ratter, ratter. Ja. Oder das ist draußen, aber das glaube ich irgendwie nicht. Also wie das gemacht wird, sind ein paar Variablen, die werden am Anfang gesetzt. Erstmal auf 0. 0 bedeutet, dass letztendlich die Signale eingeschaltet sind. Frag nicht. Dann definiert er hier. Kann der Autonomous Activator Sachen, die automatisch in der Kiste klar abgeben? Nee, der droppt, also der schmeißt sie so gesehen raus. Weil du kannst theoretisch in der Configuration einstellen, wo ein Import ist und wo ein Output ist. Du kannst es in den Hopper werfen lassen. Das Problem ist, er droppt die halt. Wortwörtlich.
Werden halt erstmal die Seiten hier definiert praktisch. Die werden, wie ich gerade sehe, glaube ich, gar nicht mehr gebraucht. Gut. Kann ich also rausnehmen. Ja. Ja gut. So programmiert man heutzutage. Ja. Dann er checkt halt erstmal, ob hier bei Haus 1, also das wäre glaube ich das linke Haus jetzt momentan, da das Signal, dass man auf den Button drückt, ob das Signal an ist, sprich einer auf den Button drückt, dann prüft er das zweite Haus und dann setzt er die Variablen so, beziehungsweise setzt halt den Output. Aber überprüft halt jedes Mal erstmal, ob man jetzt einmal so direkt hintereinander drückt, beziehungsweise ob das Signal an bleibt, damit er halt nicht, wenn das Signal länger an ist und man einen normalen Button hat, damit dann halt nicht direkt wieder aus und an und wieder ausgeschaltet wird. Und ja, damit das halt auch kompatibel ist mit normalen Buttons. Soll ich mal was sagen? Ja. Was? Wir haben jetzt nur noch 312 Kabel und auch nur noch 80 Importbusse. Und auf der anderen Seite 157, also wir specken immer mehr ab. Ob das gut ist, ist jetzt mal die andere Frage. Achso. So, dann wollte ich hier noch umbauen. Also ich mache irgendwie heute, glaube ich, nur Kleinkram arbeiten. Egal. So. Item Dukte. Dann darf ich den Scheiß mal weg. Was war das? War Multi das? Multi irgendwie. Ich glaube ja. Achso. Chest und das war's glaube ich sogar schon. Ja. Denn ich möchte hier gerne Puffer zwischenbauen. Irgendwo. So. Oh, muss ich auf der anderen Seite. Wobei ich glaube ich auch irgendwann nochmal links bauen wollten eigentlich. Wir wollten hier doch noch eine Wand bei den IO-Ports hinsetzen, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wo? Ja, hinter den IO-Ports ist immer noch leer so gesehen. So, das eine hier. Wir können es ja auch einfach Cover drüber setzen über die Itemdukte und oder halt Transferpipes, was auch immer du jetzt da hinbaust. Nee, Itemdukte. Okay, da kannst du einfach auch Cover hinsetzen. Nö. Nee. Aber irgendwie, meine FPS sind ein bisschen besser geworden hier, muss ich sagen. Gut, so. Ich habe aber auch gut zwei Stacks Dings verbraten hier. Bitte Stack Sized Redstone ignored. So. Brauchst du gerade festplattentechnisch was? Oder kann ich mal kurz ausleeren? Weil es geht ja relativ schnell. Warte. Brick, Brick, Brick. Weil wir haben kaum noch Bricks. Ja, ich mach mal schnell. Geht ja wirklich schnell. Okay, hab ich. Ja, ich hab wieder welche. Ja, kannst du vielleicht mal kurz herkommen und. Ach nee, ein paar Minuten dauert es eh, bis du alles durchgelaufen sollte. Ist. Warte. So. Okay. Die ersten 64 Karzeln. Gott. Na. Ja, es geht ja relativ schnell, bis das ganze. Bis der ganze Krimskrams wieder drin ist. So, mal gucken, ob er das jetzt wirklich vernünftig verteilt. Da habe ich sogar schon den nächsten Punkt wieder. Wow. Und er verteilt so halb gut, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist im Prinzip überall jetzt ein bisschen was drin, ne? Ist auf jeden Fall besser verteilt, aber irgendwie auch noch nicht wirklich. Denn was ich jetzt machen wollte, ist mal endlich so ein Labor zu bauen, wo wir einfach nur ein bisschen rum experimentieren können. Wo baust du das am besten hin? Brauchen wir für irgendwas Tin Cans gefüllte? Ja.
Dein Ernst? Wenn du diesen Quantum-Helm aufhast, dann, die hab ich auch momentan im Inventar, dann füttert der dich damit automatisch. Ah ja, stimmt, da war ja was. Und sind eigentlich ganz praktisch. Ja, gut, aber die brauchen wir auch nur ein bisschen gewisses Maximum. Man kann, und vor allem brauchen wir die nicht in den Mengen eigentlich. Ja. Weil ich weiß nicht, wie viel wir da rauskriegen. Etwa. Also wir haben jetzt ja noch 67 Stück drin. Wollt ihr mal beide herkommen, um zu überlegen, wo ich das Ding hinbauen soll? Soll ich einfach ein Stück Wald wegrupfen oder? Weil ne. Ist halt die Frage, wollen wir das da drüben hinbauen oder irgendwo in eine Void-Welt? Nee, ich würde schon in der richtigen Welt irgendwo, aber auf dem Land bauen. Nicht irgendwie so im Wasser wie diese Kuppeln oder so. Nee, das ist. Dafür brauchen wir viel zu viel Platz. Ja, das Ding sollte halt auch einfach erweiterbar sein. Deswegen meine ich ja in der Void-Welt. Nee. Lass mal lieber. Ja, weil da bei eurer Insel dann. Habt ihr da irgendwie für das Haus angebaut? Für das eine Haus, das steht zum Teil auf dem Wasser, da haben wir ein bisschen. Ja, dann versucht da mal irgendwie die Insel ein bisschen aufzuschütten, meinetwegen offscreen oder so. Gut, wir könnten natürlich auch ein bisschen weiter da bei dem Masten, den ihr da habt. Da ungefähr die Ecke. So, halb am Strand, halb im Wald. Oder wir gehen auf die andere Insel. BZW könnt ihr überhaupt sehen, wenn man map-technisch? Ich weiß gar nicht, wie weit ihr gucken könnt. Ach ja, mir ist gerade eingefallen und hier stehen überall noch Windräder, die wir mit Chunklord versehen haben. Nur so nebenbei. Haben wir jetzt nicht eine Aufnahme? Hatten wir eine Aufnahme? Ja, klar. Aber bei mir war das mit einer Aufnahme. Bei mir aber nicht. Ja, gut. Ja, gut. Deswegen sage ich das nur. Oder wir nehmen diesen See. Die Folgen ja bei mir nachholen, da seht ihr das. Ja, wenn man so ganz, also nördlich und ganz leicht östlich von den Häusern weggeht, ist so ein kleiner See auf der Insel. Da drunter. Oder ich komme gleich mal her, okay? Dann ist das, glaube ich, einfacher. Ich will nur mal eben schnell jetzt hier die Anlage aufbauen. So, das halt hier hinten bei diesen Fabrikhallen schon... Also, wir haben aus den Trashcans schon mal 4 Dias rausgekriegt. Wir haben ja auch nur 37.000 Dia-Erz. Wir brauchen noch mehr Diamanten. Ja, 4 Kuchenhammer, 9 Tincans, 13 Rubber, 14 Kürbisse, Haufen Erde, Haufen Gravel, Haufen so. Netherrack. Ich behaupte jetzt einfach, so wie ich es gemacht habe, funktioniert's. So, ich bin Politiker, ich sag einfach, es ist richtig so. Fertig. so. Wo ich meinte, ist Ei und wo ist der andere? Da drinne. Vinny, haben wir in der Kuppel irgendwo Strom? In der Kuppel in dem Haus? Hier? Ja. Also was wir definitiv schon mal aussortieren können, sind... Theoretisch hier hinten in die Ecke, weil das, was jetzt in die Trashcan reingeht, könnte ich theoretisch recyceln und hinten wieder in den Kreislauf einführen. Ja, ich hol mal ganz kurz alles raus, was hier... Recycler. Wobei, ja, das kannst du auch so machen. Wieso drüben die Recycler hängen immer im ME-System dran? Ja, theoretisch könnte ich jetzt so reinstellen, die Items, die ich hier raushole, dass die drüben wieder rein sind, aber naja. Okay. Also ich schmeiß mal unten jetzt einfach alles rein, was theoretisch da. PS auf Dauer, wenn ihr dauerhaft eine Kiste zwischen überlegt, packt dann Hopper oder so zwischen. Das Problem siehst du ja, der Vakuumhopper stackt das nicht hoch. Also die unteren Sachen, da würde ich sagen, die können eigentlich direkt weg. Oder? Ja, eigentlich Bronze, das könnte man aufhören. Ach, da kriegen wir ein anderes Bronze wieder raus. Und Kupfer und Zinn haben wir in den Mengen. Netherrack würde ich mal behalten, oder? Weil das kommt ja eigentlich nirgendwo her. Ja, gut. Dann machen wir Netherrack und Soul Sand in Klammern, dann packen wir das unten direkt in die Anlage mit rein. Wobei, Netherrack ist natürlich auch... Netherrack nicht für irgendein Crafting-Rezept oder so? Für einen Smoker? Das Ding, was ihr da habt? Für Engineer's Toolbox braucht man das? Für einen Burner? Gut, für ein Heater-Upgrade, aber das will ich eigentlich nicht benutzen.